Hallo zusammen. Nachdem wir unsere Festivals leider nicht draußen auf dem Sportplatz durchführen können, dachte ich mir, mache ich einfach mal ein Video zu Fußball 3 und den Variationen der Spielfelder. Hier auf Spielfeld 1 haben wir die Grundform des Faninhos oder des Fußball 3s. Wir haben zwei Tore, die werden von Rot verteidigt. Und zwei Tore, die werden von Gelb verteidigt. Wir haben eine Schusslinie. Ich habe auf allen Feldern den vierten Spieler weggelassen. Natürlich könnt ihr den vierten Spieler mitspielen lassen und nach jedem Tor einen Spieler ein- und auswechseln. Wie erzielt man hier ein Tor? Ein Tor ist nur gültig, wenn es innerhalb der Schusszone erzielt wird. Das heißt, der Ball muss zu diesem Spieler kommen und dieser Spieler kann dann den Ball ins Tor schießen. Ganz normal, wie die Regeln auch vom Faninho her bekannt sind. Kommen wir zu Feld 2. Hier haben wir jetzt die Tore, die Pop-up-Tore, eingerückt und umgedreht. Das heißt, wenn Rot den Ball hat, kann Rot von außen ein Tor schießen. Rot spielt von links nach rechts. Kurz demonstriert, ein roter Spieler läuft hierher. Er bekommt den Ball zugespielt und kann dann von dort ein Tor erzielen, sofern er den Ball verarbeiten kann, und dann macht er das Tor. Auf Spielfeld 3 hier spielen wir auch wieder 3 gegen 3. Dieses Mal haben wir die Tore diagonal angeordnet, das heißt, Gelb verteidigt die gelben Tore, Rot verteidigt die roten Tore und Rot versucht somit auf Gelb ein Tor zu schießen. Das kann zum Beispiel so aussehen. Pass zu diesem Mann in der Schusszone, Schuss aufs Tor und Tor. Auf diesem Feld hier haben wir die Tore eingerückt und diagonal aufgestellt. Das heißt, Rot kann auf die gelben Tore ein Tor schießen und Gelb auf die roten Tore, dementsprechend verteidigt auch Gelb das gelbe Tor und Rot das rote Tor. Hier wäre es möglich, dass sich eine Person hierher freiläuft, um dann auf das gelbe Tor zu schießen, oder die andere Person hierher. Damit hat der ballbesitzende Spieler zwei Möglichkeiten, seinen Ball zu spielen. Wählt er diese Möglichkeit, kann dann dieser Spieler das Tor erzielen, sofern die Gelben nicht mitspielen und er den Ball verarbeiten kann. So macht er hier ein Tor. Das sind die ersten 4 Spielfelder-Variationen. Kommen wir zu den nächsten 4 Spielfeldern und Variationen des Fußball 3s. Hier auf Spielfeld 1 haben wir Dribbeltore an der Grundlinie plus ein Pop-up-Tor. Das zweite Dribbeltor hier auf dieser Seite. Rot spielt von links nach rechts und versucht auf diese beiden Tore Tore zu erzielen. Beim Dribbeltor sieht es folgendermaßen aus. Ein Spieler dribbelt und sobald er über die Linie dribbelt mit dem Ball, erzielt er ein Tor. Nicht erlaubt ist das Passen oder Schießen durch das Tor. Er muss mit dem Ball durch die Hütchen dribbeln und über die Linie dribbeln, dann erzielt er ein Tor. Natürlich kann auch innerhalb der Schusszone ein Tor erzielt werden, ganz normal auf das Pop-up-Tor. Auch das zählt. Hier auf diesem Spielfeld haben wir die Dribbeltore
eingerückt auf das Spielfeld und sie sollen in Spielrichtung durchtrippelt werden. Das heißt, hier spielt wieder Rot von links nach rechts, verteidigt dieses und dieses Tor und erzielt hier und hier Tore. Das heißt, ein Spieler trippelt mit Ball durch das Trippeltor, dann hat er ein Tor erzielt. Pro Angriff kann ein weiteres Tor erzielt werden, indem dann der Ball noch in das Pop-up-Tor geschossen wird. Sollte der Ball nach dem Dribbling verloren werden, ist es natürlich nur ein Tor. Und genauso kann der Ball auch ohne durch das Dribbeltor natürlich in das Pop-up-Tor geschossen werden. Aber dann kann man pro Angriff nur ein Tor erzielen. Auf diesem Spielfeld haben wir horizontale Tore. Das heißt, wir haben hier ein Dribbeltor in Gelb, das die gelbe Mannschaft verteidigt, und ein Pop-up-Tor in Gelb, das die gelbe Mannschaft verteidigt. Und auf diese Tore kann Rot ein Tor erzielen. Rot selber verteidigt die zwei Tore hier unten. Das bedeutet in diesem Fall, der Spieler hier Rot kann sich den Ball nehmen und kann durch das Tor dribbeln und so ein Tor erzielen. Horizontale Tore. Auf dem nächsten Spielfeld haben wir die Dribbeltore auf der Grundlinie und die umgedrehten Pop-up-Tore haben wir eingerückt an der Torschusslinie. Hier ist es auch so, Rot spielt von links nach rechts und kann entweder hier unten ein Tor erdribbeln oder hier oben ein Tor von hinten erzielen. Ball kommt hierher, er nimmt ihn und macht ihn rein ins Tor. Auch so kann ein Tor erzielt werden. Das sind vier weitere Spielfelder und deren Variation im Fußball 3. Hier die nächsten vier Spielfelder für Variationen des Fußball 3. Diesmal haben wir Passtore, das heißt, wir haben hier eine Grundform mit Passtoren in Spielrichtung. Die Spielrichtung Rot spielt wieder von links nach rechts, verteidigt dieses Passtor und dieses Pop-up-Tor und kann auf das Passtor auf der anderen Seite ein Tor erzielen, indem der Spieler den Pass durch das Tor spielt und der andere Spieler diesen Ball annimmt und verarbeitet. Es kann auch in dieser Spielform zu einem zweiten Torerfolg kommen, indem dann nach dem Pass noch ein Tor auf dem Pop-up-Tor erzielt wird. Hier auf diesem Spielfeld haben wir vier Passtore an der Torschusslinie. Hier ist es so, dass auch hier der Ball durch das Tor gespielt werden muss und auf der anderen Seite ein eigener Spieler den Ball annehmen muss. Auch hier ist es wieder so, Rot verteidigt diese beiden Passtore, Gelb verteidigt diese beiden, also Rot spielt von links nach rechts. Hier unten haben wir im Prinzip den gleichen Aufbau wie hier oben und auch die gleiche Spielform. Allerdings haben wir hier kleine Tore und hier haben wir große Tore. Dementsprechend darf der letzte Mann von Gelb, die hier nicht in Ballbesitz sind, weil Rot hat gerade den Ballbesitz, auch den Ball mit der Hand abwehren im E-Jugendtor oder im Handballtor. Für die Torerzielung durch das Passtor gilt natürlich genau das Gleiche. Der Pass muss durch die Hütchen und vom Mitspieler angenommen werden. Dann geht das Spiel weiter. Man kann dann pro Angriff auf das große Tor noch ein Tor erzielen
oder wenn der Ball abgefangen wird, hat man hier nur ein Tor erzielt. Natürlich ist es auch möglich, dass der Ball gleich auf das große Tor gespielt wird und dort abgeschlossen wird. Dann hat man allerdings nur die Chance, ein Tor zu erzielen pro Angriff. Auf dem letzten Spielfeld gibt es keine Spielrichtung, denn wir haben die Tore wieder diagonal stehen. Das heißt, Rot versucht auf das gelbe Tor ein Passtor zu erzielen und Gelb versucht das auf das rote Tor. Dementsprechend kann Rot hier ein Tor erzielen, indem der Ball von außen nach innen zum Mitspieler gepasst wird und der den Ball an- und mitnimmt. Das zählt als ein Tor. Das Spiel kann dann fortgesetzt werden auf dem anderen Tor oder man kann sich auch nochmal hierhin spielen zum Tor und den Ball noch einmal durch das Passtor spielen. So kann man hier Tore erzielen. Das waren 12 Spielfeldvariationen für Fußball 3. Ich hoffe, ihr konntet das eine oder andere für euch mitnehmen und es hat euch gefallen. Sollte das der Fall sein, bitte ich um einen Daumen hoch hier unten in der Leiste und ansonsten bis zum nächsten Mal.